Nochmal, hallo meine lieben Freunde, willkommen in einer neuen Aufnahme. Heute wieder mit dabei, das ist die gute Mozi. Hallo. Ja, wir haben uns nach der letzten Aufnahme entschlossen. Wir testen jetzt so lange, bis wir einen Tag-Server kriegen. Da haben wir einen und da drüben rennt ein Spieler. Aber ich habe eine Pickaxe. Ich habe den geilsten Spawn abbekommen. Dieser komischen Mini-Insel, wo dieses kleine Schrottschiff dahinter ist. Ich hoffe, die Beschreibung war jetzt einleuchtend für alle. Naja, ich habe keine guten Erfahrungen mit diesem Spawn hier bisher. Diese kleine Insel, die ganz in der Ecke da unten. Ich habe mich da irgendwann, das war relativ am Anfang, da war das Ding hier, glaube ich, neu. Da habe ich mich hier, da war der Spawn hier neu. Da habe ich mich versucht, hier umzubringen, vom Hügel zu schmeißen, habe ich mir die Beine gebrochen und dann musste ich mit gebrochenen Beinen unter Wasser lang kriechen. Stundenlang, im Dunkeln. Und du hast eine Waffe? Eine B95. Ja, eine Blaze. Seit wann heißt die B95? Ja, haben sie irgendwann mal umbenannt. Alles klar. Naja, ich habe eine Blaze. Guck mal, der rennt weg! Der rennt weg! Oh mein Gott, ein Zombie! Uah! Den haben wir vergrault, weil wir eine Münze und eine Pickaxe haben. Ich finde es ein bisschen schade, dass es nicht gesaved wird hier auf den Experimental-Servern. Die Charaktere meinst du? Mhm. Was hältst du von servergebundenen Charakteren? Weil eben hatten wir kurz die Diskussion. Nichts. Gar nichts. Weg damit, weg mit dem Gedanken. Das will keiner haben. Ich bin tatsächlich auch dagegen und habe eine ganz einfache Gegenargumentation für mich. Dann kann ich auch Miscreated spielen, die tatsächlich schneller entwickeln und vor allem Bugs schnell fixen. Ist ein anderes Spiel, ja, anderes Kampfsystem, bla bla, ja. Miscreated ist ja auch eher ein Survival-Game, oder? Im Prinzip? Ja. Ja. Also hier wird mehr gefightet. Och. Wenn du Spieler siehst, ja, das Problem ist halt bei Miscreate, du hast halt keine 60er-Server, ne? Ja, ja, richtig. Ja. Ach, man kann die Spiele miteinander vergleichen, weil die doch sehr ähnlich sind. Man sollte es sogar tun, aber es sind doch zwei verschiedene Spiele. Das darf man nie im Grunde am Ende vergessen. Und tatsächlich, wenn es nur um den Kampf geht, finde ich DayZ besser. Wenn es darum geht, die Gegend zu erkunden aufgrund von Grafik und Bugs und was es sonst noch alles gibt, dann wäre ich tatsächlich eher für Miscreated, weil es weniger Bugs hat. Ja. Eben dachte ich, hier auf dieser komischen Insel war wenigstens noch keiner. Jetzt gehe ich in den Raum und da war schon jemand. Aber wir haben Sonnenlicht. Ihr hört es an meiner Maus? Ich habe wieder einen komischen grauhaarigen Zombie mit Gummistiefeln und... Der lebte da, ja? Hose. Okay, der lebte hier schon ein bisschen länger, weil er graue Haare hat. Wenn er uns jetzt hier gleich folgt, der Typ, dann müssen wir den leider töten. Gibt es von dieser Insel hier eigentlich eine Land-Dingsbums, die rüberführt auf die andere Seite, oder muss ich hier auch schwimmen? Schwimmen. Alles klar. Ach, das gibt's doch nicht. Haben sie jetzt ehrlich hier... Obwohl, wir sind auf demselben Server. Ich nehme das mal mit. Pack die Sachen da rein. Es wäre schon sinnvoll, in die richtige Richtung zu laufen, oder? Also so Richtung Land, Festland und nicht Richtung Ozean. Sagst du. Wie weit kann man in DayZ rausschwimmen? Hat das schon mal jemand ausprobiert? Ich würde es nicht testen. Das Problem ist, du kannst ja außerhalb der Map immer noch weiterlaufen. Das bedeutet, du kannst wahrscheinlich auch immer weiter schwimmen. Und wie willst du wieder zurückkommen? Schwimmen? Disconnect und dann 10 Stunden warten. Auf einen anderen Server? Geht natürlich auch. Also Disconnect. Ja, bei jedem Disconnect ist es egal, ob der Server neu startet oder hier rausgeht oder. Wie gesagt, ja toll. Also alle Platten sind erstmal 1 Meter zu hoch. Das dürft ihr gerne in Feedback-Tracker mit Screenshots hier melden. Ich habe ja in der letzten Folge schon zum Thema Melden alles gesagt. Und wer es nicht mitgekriegt hat, letzte Folge, ich bin gut, letzten Folgen, Plural, der soll auch einfach nochmal die alten Folgen gucken. In den vorletzten Folgen, in der letzten hast du es nicht erwähnt. Ja, Plural, weit zurück, ich weiß nicht mal wann. Yeah, ich habe kaputte Stiefel.
Ich starte das Spiel und werde gleich erstmal völlig erfroren und durchnässt auf der anderen Seite ankommen. Fabelhaft. Wo bist du jetzt eigentlich? Ja. Keine Ahnung. Irgendwo. 12.177. Oh, ich bin bei 13.379. Ja, dann geht's doch. Ich schwimme in die richtige Richtung. Ich bin gleich bei dir. Selbst ganz ehrlich, jetzt wo wir die Zahlen so miteinander hören, ne, und wo wir gesagt, wo bin ich? Ich habe keine Ahnung und trotzdem sagen können, ich kann mich dir annähern oder nicht, finde ich das eigentlich gar nicht mal so schlecht. Dann finde ich auch nicht schlecht. Ich finde das auch mit diesem Last Damage ganz cool, so Anti-Hacker und so. Wenn man sagen kann, gerade so wenn einer im Glitch sitzt und dich halt einmal trifft, kannst du sagen, hier, ich habe seinen Namen zwar nicht, aber. Die Steam-ID. Genau. Viel schlimmer. Oh. Finde ich ganz cool. Ich hab die da mal eingesperrt, die Olle. Das so gut ist, wenn eine Waffe dauerhaft im Salzwasser ist? Bei der sie ja. Alles klar. Erhöht die Geschmeidigkeit, in der die Kugel da durchfliegt, ne? Ja. Ich habe eine Schrotpatrone. Hast du eine Schrot? Nein. Achso. Ja, immer wenn... Ich glaube übrigens, die Zombies sind mit Schuld, dass das so kacke läuft. Nicht kacke. Oh, jetzt blute ich auch noch. Wo ist deine Leiste da unten? Hier. Ah, hallo Leiste. Hallo. Ich bin am Land. Ich sollte mir vielleicht dann mal den nächsten Stein suchen. Nicht, dass es das wieder eine Folge endet und ich erstmal stundenlang was brauche, um mich zu verbinden und halb ausblute. Okay, ich muss Richtung Süden laufen, dann komme ich dir dichter. Näher. Und so. Ja, also ich gucke auf einen Zombie, ist okay, dann leckt es. Die Frames kann ich übrigens dabei nicht beobachten. Oh, krass, ein Schlag. Das müsstet ihr mal gucken, weil bei mir habe ich da ein Overlay drauf von wegen Anzeige, Mikrofon ist an. Die ganzen Stati sind da erstmal abgebildet. 69? 70? Jetzt noch, ja genau, 64 gerade. Aber während des Kampfes ist das halt nicht gerade möglich. Es leckt trotzdem. Nervig. Und dabei hatten wir einen guten Ping. Gut, für Daisy gut. Ich verstehe das mit den Pinks nicht. Ich weiß nicht, was das ist. Mit dem Pink sage ich schon, mit den Necks. Das ist... Aua! Daisy, würde ich sagen. Ja, aber das war ja sonst nicht so schlimm. Ja, da, gerade in so einem kleinen Vorort finde ich das jetzt sehr atypisch. Oder untypisch. Asynchron. Atypisch, kann man das sagen? Das ist schön in Third Person. Ich habe eine Axt. Ich habe eine Axt. Wow. Und ein Zombie. War hier nicht gerade eben noch ein Zombie? Ach, da steht er. Gut getarnt. Ein paar Streichhölzer mit. Die könnten mir nach meinem Wassertrip ja durchaus vielleicht das Leben retten, ne? Ja. Alter, der stirbt nicht. Stimmt doch. Hast du eigentlich vor, weiter Richtung Süden oder Richtung Norden zu laufen? Also Richtung, eher Richtung Baron Zeno oder Richtung Cherno? Zahlen abwärts. Ich weiß okay, es nicht. Dann laufe ich auch mal Zahlen abwärts. Wieso liegt hier ein toter Zombie drin? Wahrscheinlich, weil du den da eben umgebracht hast. Nee, ich komme ja aus dem Süden. Ich renne ja in die Richtung. Bestimmt der andere Typ, der will mich bestimmt gleich töten. Hier ist eine bessere Spitz. Hacke. Nehme ich doch die bessere. Ich glaube aber, da sind die Daisy-Spieler ziemlich eigen, die meisten zumindest. Immer heile Sachen. Heil, heil, heil. Ob das einen Unterschied macht oder nicht, völlig egal. Allerdings, ich packe meine Rex auch immer so aufeinander, dass sie heile sind hinterher. Nicht verschmutzt sein. Ich glaube, der erste und einzige Daisy-Spieler, den ich je getroffen habe, den das wirklich scheißegal war, was er anhat, das war Andy. Ja.
Der ist immer auch mit ruinierten Klamotten rumgelaufen. Denen war das sowas von. Hauptsache, der hat eine Waffe gekriegt. Hauptsache, er hat seine Kamera. Ich hatte leider nur eine M4. Mhm. Hauptsache, er hatte seine Kamera. Die hat er beschützt wie sein Heiligstes. Ja, wir sind auch immer wieder in den Tod gesprungen. Und er hat sie oft bekommen. Ja. An der Stelle, Andi, sei gegrüßt, darfst dich mal wieder melden. Entschuldigung. Natürlich, Andi. Und letztes Jahr im März hatte er, glaube ich, Urlaub. Da wollte er mit uns zusammen zocken. Ja. Komm, jeder hat ein bisschen Verspätung. Ja, minimal. Trotzdem sei gegrüßt. Ja, alle natürlich. Wir hatten eine schöne Zeit und jetzt? Haben wir sie immer noch? Auch ohne euch. Ich bin bei 12.700, ne? Also was heißt 12.000? Na ja gut, die erste Zahl ist 12.000. Wo bist du? Bei 11.700. Du rennst also von mir weg, alles klar. Ja. Merke ich mir. Okay. Palim, palim. Ich bin übrigens drenched. Und ich laufe gegen Zaun. Sehr gut. Der gerade nicht weiß ist. Ey, der wurde nicht weiß geladen. What the fuck? Jetzt renne ich ja immer noch zahlabwärts, obwohl ich jetzt, da wäre noch mehr zahlabwärts. Dann ist vielleicht ein Rucksack oben in der Baustelle. Ja, dann gut klar. Mache ich auch. Ich suche hier alles ab. Leute, wenn das Spiel jemals, oh nein, die Sonne geht unter. Wenn das Spiel... Hi. Oh, guck mal, der war nett. Aber trotzdem lieber die Waffe in die Hand nehmen. Und ich glaube, aus irgendeinem Grund ist bei mir das nicht mehr dir sprechen mit anderen. Wollen wir mal nachgucken? In-Game-Chat. Gucken wir mal nach. Was haben wir denn hier? Controls. Was ist denn hier In-Game-Chat? Turbo. Learn. Was? Lean. Ach. Weapons. View. Inventory. Interact. Was ist denn hier Chat? Sehe ich das nicht falsch? Ah, das ist hier nicht reden. Vehicle, Helikopter ist auch schon drinne. Vehicle Weapon. Ach du Scheiße. Ja, das war doch aber letztes Mal. Mhm. Multiplayer. Push to talk. Caps Lock. War richtig, der hätte mich hören müssen. Da könnt ihr übrigens schon sehen, was noch kommen wird. Wir werden noch schießende Helikopter kriegen. Gewöhnt euch dran. Und sag mal, hast du deinen Baseballschläger in einem Haus abgeworfen? Ich habe gar nichts abgeworfen. Der war doch, wir wurden noch rausgeflogen. Das war doch aber hinterher, dass du den Baseballschläger hattest, oder? Nee. Also. Leider nicht. Was du jetzt? 11.500. Jawohl. Ich bin dir dicht auf den Fersen. Ich werde gestalkt. Verfolgt. Stalk. Ja, bei mir gehen wird die Zahl auch nur ganz langsam kleiner. Weil einziges Problem ist, ich habe keine Ahnung, wo hier in der Nähe eine Baustelle ist. Du bist bei 33, 34, cool, ich bin bei 218, das zweite. Und dann bist du bei 3900, ich bin bei 7400. Was? Das sind ja drei Koordinaten. Ja, ja. Ich bin froh, wenn ich schon mal einen finde. Nein, ich muss aber sagen, mit der Grafikeinstellung, die ich jetzt hier drin habe, bin ich sehr zufrieden. Das habe ich, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt. Ich bin ja immer so ein bisschen grafikgierig.
Und das merke ich auch bei Miscreated, was ja eben halt auf der Unreal Engine läuft, und sage jedes Mal, boah, das sieht aber schon geil aus, ne? Aber wenn ich mir angucke, wie jetzt die Grafik hier flüssig läuft mit dem, wie wir es endlich eingestellt haben, wir haben ja auch ungefähr nur 15 Folgen oder gefühlt dafür gebraucht, bin ich eigentlich ziemlich zufrieden. Somit kann ich leben. Bis auf, dass es dauernd dunkel wird. Ist ein bisschen nervig, weil die Aufnahme jedes Mal kaputt geht dadurch. Aber bei dir ist sowieso ganz schön dunkel. Wie ich das so vergleiche? Ich meine, ich laufe mitten im Wald und irgendwie ist es bei mir heller. Hm. Russischer Bauwagen. Oh. Ja, mein Kopf ist drin. Cool. Nase juckt. Oh, ich habe Tape gefunden. Das nehme ich mit. Wie lange sind wir hier eigentlich schon wieder durch die Gegend gestapft? Weiß ich nicht. Achso. Ich will die mal entgegenlaufen. Ich bin auch bei 11.500. Ja, siehst du, dann müssen wir so, die zweite Koordinate ist 229. Gut, dann muss ich mich jetzt nach der richten. Ja, die wird gerade bei mir größer. Okay. Das heißt, ich laufe in die andere. Ja, super, ich muss jetzt in die Dunkelheit laufen. Du bist ja witzig. Ja. Okay, das geringer und 7.000 wird auch kleiner bei mir. Das müsste bei dir größer werden, die letzte. Die zweite und die zweite und dritte muss steigen und die erste muss genauso bleiben. Ja, genau. Das Pi mal Daumen. Ist aber unmöglich bei mir. Ja, Pi mal Daumen einfach machen. Muss ich auch mal gegen steuern. Ich laufe einfach in die Richtung weiter hier. Und dann gucke ich mal, wo ich rauskomme. Tschüss, liebe Sonne. Gott. Hallo Nacht. Das sieht erst aus, als ob das ein Unwetter wäre, als wenn es Nacht wäre. Das ist hell. Kann das sein, dass es vielleicht wirklich das ist nicht hell? Nein, es wird gerade stockdunkel, aber. Ich hätte nichts sagen sollen. Deswegen war es hell. Tja. Meine schöne Flair habe ich auch weggeschmissen. Ich habe meine in der Hand. Vorbildlich habe ich mitgedacht. Hallo Zombie. Was machst du hier draußen? Da drüben ist die Baut. Oh Gott, ich darf nicht nach hinten gucken. Dann sieht man ja gar nichts mehr. Und die haben so lange gebraucht, einen Tag-Server zu kriegen. Ja. Vielleicht sollten wir nächstes Mal einfach einen Nacht-Server gehen und dann wird Tag. Nee, die bleiben ja die ganze Zeit Nacht. Wir hatten, obwohl die in der Einaufnahme wurde am Ende Nachmittag. Ja, so am Ende, nachdem wir wie lange gespielt haben? Eine Stunde? Oh, ich bin schon bei 13.000, das ist schlecht. Du bist noch bei 15, 17. Was? 11. Die zweite muss fallen, muss sie steigen? Fallen. Okay, dann ist das jetzt richtig. Das ist deine Richtung. Bei mir steigt die erste und die hintere. Bei mir sinkt die erste. Ne, bei mir steigt die erste, damit ich auf die 17 komme. Die zweite fällt. 11, immer noch nicht 17. Oh, stimmt. Ja, trotzdem muss ja meine ja steigen. Ich würde sagen, wir laufen einfach irgendwo hin und gucken, wo wir rauskommen. War eben in Kamibogo. Hier ist ein kleiner Ort. Ich glaube, da hinten ist die Küste. Ich glaube, ich müsste parallel zum Sandweg, glaube ich, auch gerade. Vielleicht ist da was. Da drüben, hier, Stadt. Hier war mal eine Polizeiwache, glaube ich. Irgendwo. Wo sind eigentlich voll viele Polizeiwachen weg? Gefühlt. Ah, hier waren auch schon welche.
Okay, anders, natürlich waren hier auch schon welche. Ich glaube, es waren schon überall welche, oder? Oh, was zu trinken. Okay, Opi, du hast bestimmt mal in diesem kleinen Waldhäuschen hier gewohnt. Mitten im Wald, ein Haus, ein Opa zusammen. Ach so, ja. Ich hatte gelesen, dass es eine dynamische Zombie-Population geben soll. Aha. Also ist es schon richtig, dass die Zombies überall sind, ne? Ja, ist auch okay. Wollen sie doch. Solange sie nicht wieder so hyper werden wie damals. Oh komm, das fand ich... Als wir noch in Elektro gespielt haben, das ging gar nicht. Durch die Wände, durch die Häuser, durch alles durchgeschlagen, super schnell gerannt. Das meinte ich gar nicht. Ich meine, als sie so aggressiv waren, dachte ich. Ach so, nein, nein. Ich meine, als sie so hyper, mega kacke waren. Als wir aufgehört haben, DayZ zu spielen wegen den Zombies. Ja, das gab's auch mal. Da haben wir sogar irgendeine Folge. Fehlt jetzt noch. Und dann können die noch über Mauern springen. Das ist gar keine Chance mehr. Pants. Nee, Hosen möchte ich nicht. Ich habe schon 4 Slot-Hosen. Noch eine Trumpet? Oh, eine Itz ist besser als eine Trumpet, ne? Dann passt das Ding nicht drauf. Ja komm, die kann wenigstens töten. Blackshirt habe ich schon. Ja genau, und hier war mal ein Polizeigebäude. Hier auf der Seite, bin ich der Meinung. Ja. So, ich mache jetzt mal eine Flamme an. Blend. Das Problem ist mit der Flare, ihr seht es, dann ist der Rest so extrem schwarz. Das haben sie mit den Augen nicht. Die wollten immer, wenn du in dieses Helle guckst, bist und dann ins Dunkle gehst, dass du nicht sofort alles siehst, aber das ist scheiße. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber so kann ich deutlich mehr sehen als mit Flare. Hast du ein schwarzes Oberteil an? Weil ich gut bin. Warum habe ich eine rote Wolljacke an? Weil du nicht gut bist. Und eine Ohrenzipfelmütze. Und warum habe ich keine sexy Augen mehr? Tja. Oh, hier ist die Polizei. Die haben sie umgebaut. Was läppchen? Ich kann keinen Männern in die Augen gucken, dann verläuft man sich. Habt ihr gehört? Ja. So kriegt ihr Frauen rum. Guckt ihnen immer in die Augen. Das mögen Frauen, wenn du sie in der Bahn anstarrst. In die Augen. Der Charakter hat sich nicht anständig rasiert. Ja? Nicht vorbildlich. Ja und? Hallo, der lebt in der Wildnis. Der muss gut aussehen. Ach so. Oh, wie war das mit dem Bauwagen? Na, der war das aber nicht. Der war an der Baustelle. Okay, die Polizei ist schon komplett geplündert. Ring, ring. Oh, ein Zombie. Wo kommt der denn her? Warum? Oh, voll daneben. Und warum kommt da ein Zombie aus dem Haus raus? Warum hält der Zombie immer so viel hier aus? Komm her. Opa. Ich glaube, der Opa hat hier bestimmt Schätze versteckt. Ja, eine schwarze Mütze. Nee, eine blaue Mütze. Die größte Gefahr, die ich immer für DayZ sehe, dass man immer alles sofort hat. Also wenn man weiß, wo was ist, dann rennt man hin, rüstet sich aus und dann gibt es nur noch PvP
Und das macht das Spiel dann auf Dauer langweilig. So sehe ich das. Was immer der Grund ist, weswegen wir auch nicht gespielt haben. Und dann kann man nur PvP machen. Und da Spieler erstmal finden und so lange dafür ist, weiß ich nicht. Es ist halt... DayZ ist kein reines PvP-Game. Aber wenn man erstmal alles hat, dann gibt es nichts anderes mehr. Jetzt gibt es natürlich auch einige, die gerne nur survivalen. Vielleicht wird das ja auch ein bisschen mehr mit Survival mit den Zombies. Ach, ich weiß es nicht. Mozi, sag du auch mal was dazu. Weiß ich nicht. Sehr gut. Ab und zu ist DayZ ganz gut. Ab und zu. Wir looten einfach so lange, bis wir wieder alles haben. Dann spielen wir Rainbow Six. Da fighten wir dann. Und wenn das nächste Update in Ripe kommt, dann looten wir wieder. Aber ich muss zugeben, ich muss heute auch noch mal eine kleine PC-Pause machen. Alles klar, ich glaube, ich gehe mich mal lieber umbringen, das ist jetzt peinlich. Wieso? Ist, ich erinnere mich irgendwie an Andi damals. Ich bin an der Küste losgelaufen und... Wie lange nehmen wir jetzt auf? Keine Ahnung, lange? Ja, jedenfalls stehe ich jetzt vielleicht wieder an der Küste. Ja, guck mal, dann laufe ich jetzt auch zur Küste. Ein bisschen. Ja, warte mal. 3 Kilometer, dann bin halt, ich halt. Tobo. Du bist gar nicht so weit von mir weg. Also ich bin in Kanihobo gestartet und 3 Kilometer Straße runter, dann bin ich wieder in Kanihobo. Dann, ja, läuft. Wir sollten ein Folgenpäuschen machen vielleicht. Ja? Ja. Wieso? Dann ist es nicht ganz so peinlich. Ach Quatsch. Und war schon wieder viel Zeit um es. Ja, ich weiß, was ich will. Ja, ich brauche ja einen jemanden, der hier ordentlich aufpasst. Passt. Genau, dafür bin ich da. Also, liebe Leute... Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. 2 Tage oder so, dann geht's weiter. Also genau. Für euch. Für uns geht's in 2 Minuten weiter. Genau. Oh, da war ein Spieler. Hey, bei so einer Scheune war ich auch eben. Hello? Hello? Cliffhanger. Folgenpause. Folgenpause. Alles klar, bis Are zum nächsten Mal. Are you a friendly guy? Are you friendly? Bis zum nächsten Mal. Tschüss.